herzlich willkommen auf dem Welcome Camp 2019, das heute zum vierten Mal in Berlin-Friedrichshain stattfindet. Wir befinden uns bei Media Residence, einem Projekt mit Publikationshintergrund von das Projekt Gesicht zeigen. Die Media Residence veranstaltet jedes Jahr das Welcome Camp, einen Tag, sich helfen und geflüchteten Initiativen und Medienprofis aus ganz Deutschland. Was ist das Hintergrund des Projekts? Media Residence ist ein Projekt von Gesicht zeigen e.V. Und da geht es um die Perspektiven von Geflüchteten in den Medien, also so wie auch das Projekt bei euch von Alex Berlin funktioniert. Nur, dass wir auch YouTube und Twitter und Instagram und die Sozialmedien stark einbeziehen und wirklich uns Mühe geben, den Leuten Wissen und Technik und Equipment an die Hand zu geben, dass sie ihre eigenen Stories, ihre eigenen Geschichten, eigene Podcasts, eigene Videos, eigene Fotos, eigene Texte auf ihren eigenen Kanälen anbieten können. Warum veranstalten wir Welcome Camp? Welcome Camp steht für Willkommenskultur und Integration. Zum vierten Mal machen wir das und die Idee ist, die verschiedenen Projekte und Initiativen und Menschen, also Helfer und natürlich auch die Geflüchteten und Newcomer zusammenzubringen, dass sie sich einen Tag lang austauschen, was ihre Visionen, ihre Ziele und auch ihre Wünsche und Bedarfe sind. Und dafür bauen wir hier die Zelte auf beim Welcome Camp und in bis zu 5 Sessionräumen sprechen die Leute, diskutieren, stellen Fragen und finden oft auch Antworten. Wir wollen einige von Ihnen begleitet, und zwar darüber sprechen, was für Sie Integration und Arbeit in einer guten Gesellschaft für Sie bedeutet. Also bleibt dran. Gute Gesellschaft ist eine, die mich so annimmt, wie ich bin. Ob ich schwarz oder weiß oder wie auch immer bin, ob ich Mann, Frau, ob ich divers bin, ob ich, egal welche sexuelle Orientierung ich habe, eine Gesellschaft, die jeden sein Leben leben lässt und der es gleichzeitig gelingt, zusammenzuhalten und zusammenzustehen mit dieser, unter dieser Voraussetzung. Und ich glaube, das ist ein Ziel, was es sich lohnt anzugehen, aber das ist jeden Tag harte Arbeit. Arbeit in einer guten Gesellschaft. Vielleicht als erstes müssen die Grundrechte vorhanden sein und alles andere kommt dann von alleine, weil Grundrechte schließt halt Rassismus aus, Diskriminierung, führt halt zu Gleichberechtigung etc. Gute Gesellschaft für mich ist das, Kontakt aufzubauen mit den Leuten, die du nicht kennst. Einfach kontaktieren, wie jetzt heute. Ich habe heute sehr viele Kontakte aufgebaut, sehr viele neue Menschen kennengelernt. A diverse society for me means a space where everybody feel belonging, a space where everybody feel concern, a space where everybody has the responsibility to reach out. Community is important, and where community exists, reach out is present. And where reach out is present, there is peace and there is justice. That is what I feel, or that is what I think in my perspective, that should be a diversity, especially in a country like Deutschland, where many people are beginning to escape their countries and coming to this part of the world. It is in the interest of this country to be free and fair to people of migrant backgrounds, especially refugees, because nobody wants to leave his country and be in a foreign country. There is nowhere like home. Also ich sehe, es gibt viele Herausforderungen, aber man muss positiv denken, weil wie du gesagt hast, es gibt immer gute Gesellschaft und also kann man in dieser Gesellschaft partizipieren
Und ja, aber man muss positiv, immer positiv denken und die Nachteile also wissen und darauf reagieren, aber nicht in Schattenseiten immer bleiben. Beim heutigen Welcome Camp dreht sich alles um den 70. Geburtstag des Grundgesetzes. Das Motto: im guten Gesellschaft. Warum nennt ihr dieses Motto? In guter Gesellschaft steht für uns auch für das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden und wir machen das ganze Jahr über Projekte zu diesem Thema und deshalb auch in diesem Jahr das Motto für das Welcome Camp. Wir glauben, dass die Gesellschaft nur funktioniert, wenn die Menschen füreinander da sind, einander zuhören und miteinander reden. Und zwar auf Augenhöhe und ohne Vorurteile. Und da ist das Grundgesetz eine sehr gute Basis für alle, die in dieser Gesellschaft leben. Der Tag ist gefüllt mit spannenden Workshops, Diskussions und interkulturellen Austausch rund um die Frage, wie wollen wir leben. Ich berichte als Volontärin für Alex Berlin vor Ort und spreche mit einigen Teilnehmern über ihre Projekte und Erfahrungen. Unsere Aufgabe ist ja eigentlich dreierlei. Zum einen sammeln wir Geld für die finanzielle Unterstützung der weltweiten lebensrettenden Einsätze des UNHCR. Zum anderen mobilisieren wir die Zivilgesellschaft, um Projekte für Geflüchtete in Deutschland zu unterstützen. Im letzten Jahr haben wir rund 80 Projekte mit 1,4 Millionen Euro unterstützt. Und die dritte Aufgabe, die wir haben, ist, mit unserer Informationsarbeit dazu beizutragen, dass die Diskussion, die immer schärfer wird in der Öffentlichkeit in Bezug auf Flucht und Flüchtlinge, dass die auf Fakten basiert und dass die in ein normales Fahrwasser gerät. Jetzt hat man den Eindruck, sie spitzt sich immer weiter zu und wird besonders durch Populisten bestimmt. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Es gibt unheimlich viele engagierte Menschen, von denen ich mir manchmal wünsche, dass sie lauter gegen diese populistischen Anfeindungen sich zu Wort melden. Und wir tragen mit unserer Informationsarbeit dazu bei, dass diese Fakten auch wirklich geliefert werden. Salam to You ist ein Projekt für medieninteressierte Menschen zur Medienkompetenz. Was geht, ist ein Magazin, Online-Magazin, wo die Leute also vor Ort gehen und machen Interview mit den anderen Leuten, also zum Beispiel, wir gehen in Theater, Konzert oder in Veranstaltungen und machen wir Reportage und Interviews. Speak Out is a platform that gives permission to people who work in the media, but who come here in Germany and sometimes have this difficulty in reintegrating into what they did in their countries, but they express themselves. So basically that's what we do in Speak Out, letting people get information through us and what we can do as media persons. Wie fühlen Sie sich heute hier so sein? Wunderbar. Und zwar wunderbar deswegen, weil ich heute schon wieder neue Partnerinnen und Partner kennengelernt habe, Initiativen, mit denen wir jetzt überlegen, was können wir im nächsten Jahr gemeinsam machen. Die UNO-Flüchtlingshilfe, wir sind ja der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNHCR. Wir sind hier zum dritten Mal und haben festgestellt, das ist eine wunderbare Plattform, bei der sich Initiativen, Betroffene, Arbeitgeber, Verbände und NGOs, so wie wir, treffen und vernetzen können. Und daraus erwachsen immer ganz tolle Aktionen. Ich bin hier also erst einmal und ich finde das sehr gut. Es gibt verschiedene Initiativen des Austauschs. Sie haben große Erfahrung mit dieser, also wie kann ich mit der Gesellschaft kommentieren und also ja, und das macht Spaß auch.
Since morning that I've been here, I really see people from different parts of the world, and they look really very happy. And I feel directly that today they really feel connected. I feel connected as well, because I miss this activity in my country, because I can't be there. It's been quite a while that I was in my country. And I really think that if there could be a possibility that such events and such activities can continue, it will be really, really very important, not only for media residents, but from people who come from different parts of the world, who are passionate about media and such activities. Ich war letztes Jahr auch hier und da hat mir Spaß gemacht. Und letztes Jahr habe ich auch von hier Filme gefilmt und Interviews gemacht von den Leuten. Und ich wollte dieses Jahr auch sowas machen. Ich fühle mich geehrt, heute hier sein zu dürfen. Ich schätze sehr, dass es sowas gibt wie das Welcome Camp hier in Berlin. Ich bin generell sehr medieninteressiert und arbeite auch gerne in der Willkommenskultur. Und da hat das eine mit dem anderen gepasst und dachte, dass ich heute hier sein darf. Die Zukunft von Media Residence. Das Projekt wird es noch bis Ende des Jahres geben. Wir werden uns natürlich bemühen, eine Förderung über 2019 hinaus zu erhalten. Und die Vernetzungsarbeit und die Kontakte, die wir auch hier auf dem Welcome Camp knüpfen können, sind dafür eine ganz hervorragende Grundlage und, glaube ich, ein gutes Argument, dass Media Residence fortbestehen darf. Falls du einen Tipp zu jemandem, sagen wir Geflüchteten, geben, die gerade Arbeit schnell suchen möchte, was würdest du beraten? Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist das erstmal die deutsche Sprache. Okay. Man muss es erstes Mal, also am ersten Tag, dass man nach Deutschland kommt, muss man die deutsche Sprache lernen. Also ich meine, anfangen zu lernen. Nicht sagt man, ich spreche Englisch oder Spanisch, ich kann einfach so meine Sachen machen. Nein, hier ist Deutschland, muss man erstmal durchlernen und durchsprechen. Und dann nebenbei, Kultur ist das sehr wichtig. Ich komme aus dem Iran, ich habe ganz, ganz andere Kultur und Deutschland hat auch für sich natürlich eine Kultur und es gibt so verschiedene, so große verschiedene Unterschiede zwischen unserer Kultur, muss man auf jeden Fall erstmal die deutsche Sprache lernen und dann Kultur, dann wenn jemand Kultur und Deutsch gelernt hat, dann findet man natürlich eine Arbeit und dann kann man auch sich langsam, also ich meine Tag für Tag, sich integrieren. Ängste, also Ängste bringen immer was Schlechtes. Keine Ängste. Ja, also für mich. Weil wenn ich Ängste, also Aufregung ist gut, Motivation ist gut, aber Ängste niemals. Vielleicht Erfahrung sammeln durch Praktika, freies soziales Jahr. Es gibt in Berlin viele Beratungen. Und die kann auch bei Beratung gehen oder fragen wir für die anderen Leute, die Erfahrung haben. Also ich habe auch so gemacht. If a person is coming to Germany with the idea that he or she wants to come here to work, this person should begin by thinking of his or her personal abilities. What can you do to give back to the society? Auch meine Kollegen Rama Aldavis und Ali Hasenpool von Alex Willen sind heute dabei. Sie gestaltet ihr eigenes Programm. Rama bietet einen Workshop über das Thema verschiedene Partizipation der Perspektiven an und Ali produziert eine zweistündige Radiosendung live vom Welcome Camp, die ihr bei Alex Willen, Radio Popcorn und viele weiterer Sender in Deutschland hören könnt. Wir sind eine Radiosendung und ein Radiosender, Webradio sind wir und wir haben auch eine Sendung auf dem UKW jede Woche, jeden Samstag von 12 bis 13 Uhr. Wir senden nicht nur in Berlin, sondern ganz Deutschland, Norddeutschland, zum Beispiel bei Bremen, Radio Weser TV und in Hamburg, Tide Radio, in Berlin, Alex Berlin. Das Thema war, wie geht es der Partizipation? Wir haben über die Herausforderung und Verbesserung Vorschläge gesprochen. Jeder hat seine Vorstellung
mitgebracht und mitgeteilt. Diese Woche haben wir über Integration gesprochen. Genau, das ist sehr wichtig für die Leute, die ganz, ganz neu in Deutschland sind. Zum Beispiel bei mir war auch genauso eine Herausforderung von mir war die deutsche Sprache. Und wir sprechen darüber, über Integration. Was muss man in Deutschland machen, damit man sich ein bisschen besser oder einfacher integrieren kann? Wie man arbeiten kann. Suchen muss, wie man einen Deutschkurs finden kann, wie man Kontakt aufbauen kann und solche Sachen. War spannend, in verschiedenen Stellen war ein so wie richtige Diskussion und verschiedene also Vorstellungen. Ich habe wirklich von, das war ein Austausch. Jeder hat Ansicht und also seine Einsicht mitgeteilt. Was hast du gelernt? Ja, also dass die Partizipation hat mit der Macht zu tun und mit der Demokratie zu tun. Also je mehr Partizipation gibt, dann wäre die Gesellschaft demokratisch sein. Was genau machst du beim Alex Berlin? Ich mache gerade ein Volontariat bei Alex Berlin. Ich bin seit 6 Monaten in Berlin, ganz, ganz frisch oder neu. Ich komme aus Norddeutschland, beziehungsweise Bremen. Ich habe bei Radio Bremen gearbeitet, bei Cosmo. Und seit 6 Monaten wegen des Volontariats bin ich nach Berlin umgezogen. Und letztes Jahr habe ich mich bei Neudeutscher Mediamacher angemeldet. Und Neudeutscher Mediamacher macht sehr viel für Journalismus. Und ich habe sehr viele Workshops in Berlin gemacht und durch Neudeutscher Mediamacher habe ich Alex Berlin kennengelernt und die haben mir empfohlen, dass ich mich bewerben muss oder kann, habe ich das gemacht und zum Glück habe ich geschafft, das zu machen. Ich habe immer dieses Ziel, dass ich als Journalistin weiter in Deutschland arbeiten möchte. Und ich habe über Internetseite und über meinen Bekannten darüber informiert und habe ich mich beworben und war alles war okay, toll und habe ich es geschafft. Und jetzt seit 7 Monaten mache ich das Volontariat bei Alex Berlin. Was wünschst du dir die Zukunft? Also, das Zukunft, dass ich weiter im Journalismus machen kann, schreiben und mit den Leuten immer was zu tun habe und mit den Leuten einfach zuhören und zu kommentieren, dass alles okay. Das ist sehr wichtig für mich. Als ich Popcorn aufgebaut habe, letzte 3 Jahre, nur meine Eltern haben meine Sendung gehört. Also ich meine nur 2 Personen. Und jetzt, wir haben jede Woche mehr als 3.000 bis 4.000 Zuhörer. Und ich möchte gerne irgendwann ein Signal kaufen, also eine Frequenz, nicht nur 1 Stunde Popcorn, sondern dann, wenn wir einen Kanal, also UKW-Kanal haben, dann können wir 24 Stunden Radiosendung haben und natürlich ist das auf Deutsch und Persisch. Von uns kriegt ihr gerne Das 4. Welcome Camp ist eine bunte und multikulturelle Versammlung. In den vergangenen Jahren sind beim Welcome Camp Tandems und Initiativen entstanden, die noch aktiv sind.
und ich danke, heute ich viele spannende Leute kennengelernt habe und freue mich auf zukünftige Projekte mit ihm. Das Welcome Camp in Berlin zeigt das Ankommen von Geflüchteten in Kiez und in der Arbeitswelt, geholt zur Normalität in einer multikulturellen Gesellschaft.